Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen schwierigen Tag hinter sich. Der DAX begann den Handel mit deutlichen Abschlägen. Im Zuge der EZB-Sitzung arbeitete er sich allerdings immer weiter nach oben und schloss leicht im Plus. Am Ende lag er knapp 0,1% höher bei 15.631 Punkten. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimpke. Ja, Franzi, was können wir uns denn vom letzten Handelstag der Woche erwarten? Ja, die Anleger, sie haben gestern erleichtert auf die Aussagen der EZB reagiert und sie sagen, ja, im vierten Quartal sollen die Anleihekäufe ja langsam reduziert werden, aber das sei kein Tapering, sondern ein Rekalibrieren und genau das ist es, was man am Markt hören wollte, also diese gewisse Vorsicht. Wirft man jetzt einen Blick auf die heutigen Vorgaben, dann sehen wir die asiatischen Märkte stark, Nikkei und Hang Seng über 1% im positiven Bereich, der Nikkei sogar auf einem 6-Monats-Hoch unterwegs. Beim Hang Seng, auch beim Shanghai Composite, auch grüne Vorzeichen. Allerdings ist dieser gerade mal 0,5% fester. Beim Dow hingegen erst einmal ein freundlicher Start, aber letztlich hat man an die Vortagesverluste angeknüpft, ist 0,4% schwächer aus dem Handel gegangen, denn eine mögliche Straffung der ultralockeren Geldpolitik mit einer nachlassenden Konjunkturdynamik in den USA, das ist das, was eben die Anleger umtreibt und somit erst einmal doch wieder Zurückhaltung. Sollte den DAX jetzt aber zum Auftakt in den letzten Handelstag dieser Woche erst einmal nicht zu stark beeinflussen, denn wir rechnen damit, dass wir einmal mehr grüne Vorzeichen sehen. Also doch noch ein halbwegs versöhnlicher Abschluss dieser Woche ist möglich. Na, das klingt noch gar nicht schlecht. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Eckert und Ziegler. Bei Eckert und Ziegler brummen derzeit die Geschäfte. Auch an der Börse ist das strahlende Medizintechnikunternehmen gefragt. Gestern war die Aktie von Eckert und Ziegler stärkster Wert im SDAX. Damit markierte der Kurs gleichzeitig ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht könnte sich die Rallye weiter ausdehnen. Im Fokus stehen zunächst drei neue Kursziele. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Und schauen Sie auch auf www.trader21.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Online-Börsenspiel Trader der Société Générale. Zusammen mit renommierten Partnern wird der Trader 2021 gesucht. Hauptpreis ist ein Jaguar I-Pace. Spielende ist am 29. Oktober. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.